Guten Tag und willkommen zu Donkey Kong Country Tropical Freeze Part 12. Es geht weiter mit Tiefseetourismus. Level 3 in der vierten Welt. Ah, ich hoffe, es wird wieder ein nices Level, weil das erste Level hat mir nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht nur, weil ich so hart getrollt wurde. Aber generell nicht. Es hatte irgendwie... Ach, Kacke. Es hatte irgendwie nicht wirklich was Besonderes. Oh! Aber das Level hier bietet direkt ein besonderes Feature. Es war die Fische, die einem kurz Licht machen, wenn man... Ja, durch sie durchspinnt. Und ich mag diese Schattenlevel sowieso, die sind... Oh. Ja, gut. Ja, ich dachte, das wäre einfach nur Gras. Anscheinend sind es Tentakel, die einen Schaden machen. Alles klar. Aber generell, wo ist mein Partner? Wo ist mein Partner hin? Also, Dixie. Habe ich die im letzten Part verloren? Oh, und hier ist das K. Direkt. Ja, ich glaube, ich habe die sogar verloren. Schade. Aber naja, ich glaube, ich habe mich auch ziemlich blöd angestellt. In dem letzten Part. Und hoffe einfach mal, dass ich das jetzt besser mache. Geht's hier rein? Nö. Nö, man kriegt da einfach nur Bananen. Oh! Oh shit. Tut er mir was? Also hier auf dem Screen, der wird mir, glaube ich, gleich hinterher schwimmen, so wie es aussieht. Vielleicht auch nicht, da lasse ich mich auch gerne überraschen. Und ich war in der Range. Wie triggert man die denn? Indem man Licht macht? Nee, ich glaube, man kann die gar nicht manuell triggern. Ich glaube, die, oh mein Gott. Ich glaube, die gehen irgendwann automatisch auf und, ich sag noch gerade, ich hoffe, ich stelle mich hier in dem Part besser an und irgendwie sieht das bisher danach nicht so wirklich aus. Aber okay. Kleiner Fehlstart am Anfang. Egal. Lassen wir uns davon nicht abschrecken und machen wir einfach ganz normal weiter, als wäre nichts passiert. Ach so, man muss das Licht sogar triggern, damit man weiterkommt. Ach so. Kann man die wegspinnen, die Dinger? Das will ich nochmal kurz austesten, bevor ich weitergehe. Ja, okay. Man kann sie also wegspinnen, wenn sie nicht in dieser aufgeplusterten Form sind. Das ist aller... ziemlich nice und ich habe versucht oben her zu schwimmen, aber irgendwie ist mir das nicht so ganz gelungen. Ich merke aber auch gerade, der Controller spackt ein bisschen rum, hat man vielleicht gerade gesehen. Hab versucht hoch zu schwimmen, aber Donkey ist nur am Boden hängen geblieben und genau als ich den Knopf gedrückt habe, habe ich gesehen, ne, das wird nichts, ich werde da wieder sterben. Ich bin so scheiße geworden. Oder es liegt an der Unterwasserwelt. Das kann auch sein.
Schnell das K hier wegholen. Und weiter geht's. Ja, komm. Aber ich glaube, ein paar Fails... Das kann es nicht sein! Ein paar Fails sind in Ordnung für meine Hasswelt. Kann sogar sein, dass ich das Spiel wegen... wegen dieser Welt aufgehört habe, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, weiterzuspielen. Halte ich aber für unwahrscheinlich. So, machen wir den hier weg, schauen, was hier drin ist. Müssen wir hier oben her? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber bevor ich hier irgendwo lang schwimme, wo es komplett dunkel ist, aktiviere ich lieber die Lichtfische, die Leuchtfische. Ja, okay. Da oben sind anscheinend einfach nur Collectibles. Aber hier ist ein Puzzleteil. Das erste von 9. Na. Scheint ein langer Level zu sein. Danke dafür, denke ich. Donkey Kong. Okay, sind direkt wieder weg. Alles klar. Aber zumindest mal ein Checkpoint. Und anscheinend eine Passage, die über Wasser spielt. Und ein Bonuslevel. Let's go. Sogar ein ziemlich leichtes. Ja gut. Ist eine chillige Abwechslung zu den... schweren Unterwasser-Passagen. Ist schön. Finde ich cool. Was vibriert mein Controller so komisch, wenn ich auf dem Boden lande? Der Hell. Also ich fand ja noch nie so wirklich, dass es ein HD-Rumble ist. Von den Controllern. Aber das ist schon sehr komisch gewesen gerade. Ist das... Ja doch, das sind einfach nur Gräser hier. Alles klar, kann man hier irgendwo rein. Das ist halt auch immer schwierig bei solchen dunklen Leveln. Die Passagen zu finden, wo man wirklich her soll oder kann. Oh, okay. Ja gut, das sah gerade so aus, als wäre noch was. Da unten, als könnte man da den Boden aufmachen, aber nö. Und das gibt leider nur Bananen. Alles klar. Hier gibt es allerdings schön fett Coins. Und die Dinger im Vordergrund können mir nichts anhaben, oder? Ups. Da wäre ich fast in die Qualle reingeschwommen. Und ich glaube, es ist auch eine ziemlich blöde Idee, gegen den Strom zu schwimmen, sage ich jetzt mal. Dann ist es halt ziemlich schwierig abzuschätzen, wo lang die schwimmen. Wobei ich da auch fast getroffen wäre. Worden wäre. Ja. Anscheinend bin ich einfach nur schlecht in diesen Unterwasserwelten. Aber da unten kann man lang, oder? Nö. Ja, alles klar. Nach ernsthaft.
Ich kann mir jetzt auch kein neues Herz hier oder irgendwo holen, oder? Ich glaube, ich gehe am besten nochmal zurück und hole mir hier kurz Luft. Weil ich denke halt, man muss die ganzen Bananen einsammeln, die da oben sind. Ah, gut, anscheinend nicht. Oh mein Gott, komm schon. Da ist aber zumindest das N. Erst drei Puzzleteile. Sieht kritisch aus. Anscheinend suche ich einfach nicht bei den richtigen Stellen. Wahrscheinlich suche ich immer genau da, wo keins ist. Auf der anderen Seite ist dann ein Puzzleteil. Naja, passiert. Aber hier ist wieder eins. Nice. Dann war es ja nicht umsonst, das ganze Zeug zu sammeln. Das muss man auch gut timen, weil ich will hier jetzt nicht schon wieder ein Herz verlieren. Oh ja, das war gut. Ja, let's go. Ich glaube, ich habe da alles bekommen, da unten. Oh mein Gott. Alles klar, let's go. Und noch ein Puzzleteil. Wunderbar. Damit haben wir 5 von 9 und sind eigentlich ganz gut aufgestellt, was die bisherigen Puzzleteile betrifft. Und ich habe mir da extra so viel Mühe gegeben. Aber Moment, hier ist ein Puzzleteil. Weil ich dachte, dass die Bananen ein Puzzleteil spawnen lassen. Ist aber anscheinend nicht der Fall. Okay, da gibt es ein Herz. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt voll war. Was? Ach so. Okay. Einfach den Fischen hinterher schwimmen. Aufpassen, dass man nicht schneller als die Fische ist. Sich hier ab und zu mal so eine Luftblase nochmal gönnen. Und dann ist alles in Ordnung. Am besten auch ein bisschen hinter den Fischen bleiben. Weil die Tentakel oder was das ist, bleiben auch etwas länger unten. Ah ja, wusste ich's doch. Komm, gib her den Quatsch. Jawohl. 7 von 9. Jetzt schaut's doch wieder gut aus mit dem Puzzleteil. Ich dachte halt, ich hätte viele oder einige halt übersehen. Oh nein. Ah! Oh. Das war knapp. Da muss man sich aber auch beeilen mit den Bananen. Sonst wird's kritisch. Apropos kritisch. Hier sollte man sich am besten auch nicht zu viel Zeit lassen. Und ich denke, das lief okay. Da drüben wird es noch ein Puzzleteil geben, wenn man hier durch kann. Ja, Bonuslevel, um genau zu sein. Aber wo das 9. ist, habe ich tatsächlich keine Ahnung. Boah.
Oh nein. Hätte ich das nicht getroffen, hätte ich es verkackt. Oh mein Gott. Es sieht leicht aus, aber es ist tatsächlich noch nicht mal so leicht. 8 von 9. Schade. Außer hier gibt es noch halt irgendwo eins, aber... Das bezweifle ich, ehrlich gesagt. Ja. Hole ich dann ebenfalls Offcam nach, das Puzzleteil. Und das Level hat mich eine stolze Zeit von einer Viertelstunde gekostet. So schaffen wir schon wieder nur 2 Level in diesem Part. Schade eigentlich. Aber egal, dafür wird das nächste Level echt gut. Ich glaube, ich habe doch mehr von der Welt gespielt, als ich dachte. Kann sogar auch sein, dass ich noch was von der 5. Welt auf der Wii U gespielt habe. Aber an diesen Level kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Oh ja, das habe ich direkt gesehen. Direkt habe ich das gesehen. Was? Da habe ich eine Banane nicht bekommen. Oder eine Bananenstaude, besser gesagt. Ups. Okay, Fehler wieder ausgebügelt, alles klar. Aber trotzdem wieder einen Fehler gemacht, indem ich da unten das nicht eingesammelt habe. Oh nein. Nein! Ja, alles klar. Ich glaube, ich starte das sogar neu. Komm, warum nicht? Ist direkt am Anfang, um das, das Level wegen diesem Puzzleteil nochmal neu zu spielen. Nee. Und los geht's. Na, die Münze lassen wir natürlich nicht liegen. Oh, und fast direkt wieder rausgekommen. Und ich mach's diesmal auch deutlich besser. Wunderbar. Ja, ihr müsst es auch entschuldigen. Ich bin halt nicht mehr so ganz in dem Spiel drin. Weil seit der vorletzten Aufnahme ist halt alles klar. Ist halt schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Weil keine Zeit, dann keine Lust und so weiter. Kennt man ja. Ah ja, okay. Ich habe mich gerade gefragt, wie man die triggert. Aber anscheinend muss man einfach nur nah genug dran sein. Und dann lösen die aus. Muss man einfach nur an der Seite sein. Damit diese Patronen oder was das ist, eigentlich treffen. Das Schrapnell. Okay. Ja, da kann man rein. Sieht man. Und da... Ach ja, genau, es gab ja ein Bonuslevel. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum ich schon
das zweite Puzzleteil habe, aber ja, habe ja das Bonuslevel gemacht. Es gibt tatsächlich anscheinend auch nur 5 Stück hier. Das ist krass. Da gibt es, glaube ich, auch ein Puzzleteil für. Nicht? Nur eine Bananenstaude? Ja, alles klar. Boah, und an die Viecher kann ich mich auch noch so ernsthaft... Komm, hau mal die Special raus. An die Viecher kann ich mich auch noch so gut erinnern und ich habe sie gehasst. Ich habe sie so gehasst, diese Viecher. Hier sollten uns die Seeminen eigentlich nichts anhaben können, weil die werden ja immer weiter getrieben. Somit sind wir nicht nur aus der Range der Explosion raus, sondern auch aus der Reichweite von diesem Schrapnell-Gedöns. Alles klar, ich wollte nur sicher gehen. Hätte ja sein können, dass hier dann irgendwie noch so ein Gang aufgemacht wird oder so. Wo dann noch ein Puzzleteil ist. Und ich denke ehrlich gesagt auch, das wird noch der Fall sein. Oder? Ach nein, jetzt gibt's erstmal... Ja, jetzt gibt's erstmal das Wettrennen gegen... Okay. Gegen den Oktopus. Oh mein... Oh! Und ich bin so hart am Verkacken, wie man nur verkacken könnte. Ich muss aber auch sagen, dieser Parcours war nicht so ganz leicht. Ja, komm, ey. Regt halt schon ein bisschen auf, dass ich das so verkackt habe, aber... Verständlich. Ist halt auch nicht ganz leicht so. Ich denke, hier muss man generell etwas schneller durch, aber da oben sehe ich schon was. Ja. Und sogar mit Dixie. Das heißt, ich müsste das ziemlich einfach hinbekommen, das Ding. Sammle ich die Bananen noch nicht ein. Ja, war aber ziemlich leicht. Okay, anscheinend sind die immer abwechselnd und da mache ich mir auch gar nicht erst die Mühe, die zu besiegen. Da schwimme ich dann einfach dran vorbei, gönne mir da das Puzzleteil, Quatsch, den Buchstaben und das war's dann auch. Oh, schade. Ach Mann, ey, wie es dafür immer nur Bananenstauden gibt für sowas. Das regt mich richtig auf. Und ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich zu leise bin. Ich hoffe nicht. Ich hoffe echt nicht. Weil das wäre richtiger Schrott. Und ich hoffe auch nicht, dass man
dafür einen Puzzleteil bekommt. Man da alles einsammelt. Oh, ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Oh mein Gott. Kommt man hier was? Oh! Boah, wie knapp das hier teilweise ist. Und down geht er. Nice, wir haben sogar alles. Ah. Das DK wäre noch richtig nice als krönender Abschluss gewesen. Aber naja, wenigstens haben wir in diesem bockschweren Level alles gesammelt. Und es sogar im First Try geschafft, oder? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Aber ist ja auch egal. Wenn es gefallen hat, einen Like da lassen und falls ihr noch nicht getan habt, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.